Peace, Leute, was geht? Ich bin Marvin. Heute back mit einem neuen Horror-Game und zwar Kiosk. Ganz trocken, Kiosk. Ja, Mann, einfach ein Bütchen. Wahrscheinlich arbeiten wir nachts im Kiosk. Ja. Bin sehr gespannt. Ist ein brandneues Horror-Game. Ja, Mann, ganz neu. Yes. Und mal gucken, was da alles so Gruseliges passiert bei der Schicht, ne? Wir starten den Mitarbeiter. Sieht bescheiden aus. Wir werden einfach ins Spiel geschmissen, Tag 1, trocken. Ganz trocken. Oh, wir haben Tutorials. Oh, wir können Hotdog machen, Kaffee. Wir können Burger machen. Aha. Oh, es klingelt. Oh, es geht schon an. Oh, voll zur Sache hier, ne? Wo ist das Telefon? Okay. Hallo? Yo, wer ist da? Hallo? Hallo, Kid. Der nennt uns Kind einfach. Okay. Es ist Michael, dein Boss. Okay, der macht uns zum Sohn einfach unser direkt. Unser Chef. Ich wollte dir nur sagen, viel Glück in deinem ersten Arbeitstag. Oh, korrekt. Danke, Bro. Freundlich. Letzter Typ hat's nicht lange ausgehalten. Ich hoffe, du wirst. Okay, warum hat der letzte Typ nicht lange ausgehalten? Was geht ab? Wir würden gerne Erklärung eigentlich haben. Ja. Er hat paranormale Aktivitäten festgestellt in der Area. Nein, dass er es sogar als Chef noch sagt. Der könnte es ja jetzt auch voll vergraulen, aber er ist ehrlich wenigstens. Okay. Und dann ist er nicht mehr zur Arbeit gekommen. Alter. Ob der verschwunden ist oder nicht, wir wissen nicht. Oh Gott. Ich habe auch von ihm nie wieder gehört, Bruder. Boah, der würde komplett hier Angst machen. Alter. Er hat ein paar Notizen an der Wand gelassen. Irgendwas an die Wand geschrieben. Wir lesen ja gleich durch, Leute, direkt. Auf jeden Fall. Ignorieren die einfach. Ja klar, erwähnt es. Und jetzt sollen wir die ignorieren. Okay. Ey, gucken wir uns direkt an. Wenn du Hilfe brauchst mit dem Rezept, kannst du im Kochbuch sehen. Okay, haben wir schon abgecheckt auf dem Tisch. Sehr geil. Okay, wenn du irgendeine Zutat brauchst, ist immer mehr im Lagerraum, okay? Okay, okay. Wir schließen um 12. Vergiss nicht, die Tür abzuschließen. Okay, um 12 müssen wir abschließen, Leute. Okay. Merken. Feierabend, ne? Okay, wir haben ja, Getränke. Und wir gehen jetzt mal direkt zu den Notizen, ne? Ich will sehen. Lagerraum. Ist da die Notiz? Was ist das denn? Ah, ne. Strom. Oh, shit. Oh, Kunde ist schon da hier. Was geht hier ab? Oh, erster Kunde. Oh, was geht? Hi, hab dich noch nie hier gesehen. Du musst das der neue Typ sein, ja? Bin ich? Ich bin eigentlich nicht alleine nachts. Aber ich hab Hunger. Kann ich einen trockenen Hotdog haben, bitte? Okay, sie will einen trockenen Hotdog ohne alles. Stand aber auch trocken. Also plain, ohne alles. Also ohne extra Wünsche. Okay, Hotdog, einfach Würstchen, Brot. Einfach Würstchen, Brot. Und Salat, gehört das dazu? Ohne Soßen, das ist crazy, Mann. Das ist echt crazy. Mit Salat oder ohne? Also, das gehört dazu, oder? Ich glaube mit. Okay. Basic, ne? So, so das müssen wir jetzt hier drauf tun. Klatschen das hier hin. Salat bisschen rein. Oh, das müssen wir auch schneiden, oder? Ah, okay, wir müssen auch echt schnibbeln hier, Leute. Oh. Nice. Okay. Dieser Sound, Alter. Okay, wo ist das Würstchen? Oh, wir müssen Würstchen grillen. Ach krass, müssen wir draufklatschen. Oh nein. Wo sind denn die Würste jetzt? Okay, 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 wo sind die Würstchen? Ah, bestimmt im Kühlschrank. Oh, hier, hier. Ah, sehr gut. Oh, Leute, richtiger Simulator hier, ne? Wir müssen das noch ausschneiden, glaube ich. Immer so ein halber Kochsimulator hier am Start. Oh, shit, oh, shit. Ist auf den Boden gefallen. Du hast nichts gesehen? Aber es ist verpackt. Du hast nichts gesehen, okay? Alles gut, ist verpackt. Ja, stimmt. Okay, wir müssen das Messer nehmen, das aufschneiden. Oh, oh. Meinst du, die merkt das? Nimm das vom Boden extra. Wir wollen nur gucken, ob die... hier ist ein bisschen dreckig. Heute mal sauber. Du kriegst auch Rabatt. Okay. Heiß und fettig. Ich hab das nicht bestellt. Oder denkst du, weil das jetzt verbrannt war oder weil das jetzt nicht im Brötchen war? Ich hab dir das ins Face geklatscht. Aber ich hätte schon interessiert, ob der das verbrannt angenommen hätte. Boah, ist aber richtig schnell verbrannt. Okay, wir gucken jetzt. Müssen richtig aufpassen. Wir gucken jetzt. Boah, gleich ist da irgendein Killer-Clown oder so. Okay, 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 fertig. So, so das muss hier rein. Ah, Salat ist drin. Das war's, ne? Perfekt. Okay. Ich wollte keinen Salat drin. Ach, ohne! Die wollt's wirklich trocken haben. Also wirklich trocken wie ein Wäschetrockner. Nein, okay, nochmal. Alter. Ey, will dir bitte Brot und eine Wurst und gehen alles, die Würstchen Alter. Aus langsam. Das haben wir wertvolle Proteine verloren. Oder ich seh da immer jemanden, ne? Echt? Ja, Mann. Oh. Das ist eine Halluzination, glaube ich. Oder du siehst Dinge, die ich nicht sehe. Okay, das ist fertig. Einfach Wurst mit Brot, ganz Alter. Trocken. Hier. Ja. Danke, sieht lecker aus. Hier, behalte das Rückgeld. Oh, korrekt, korrekt. Kriegen Trinkgeld. Vielen okay, und seine ersten Dank. Batzen verdient, Leute. Erster Hack ist einkassiert. Let's go. Wow. Jo. Jo, jo, jo. Ey, kaum freuen wir uns, ist ja Stromausfall. Geh zur Elektrizität. Oh, stimmt. Ey, was ist denn jetzt los hier, Alter? Oh, nein. Aha. Wow!
Was war das? Was war das? Alter! Digga, einer, als ob da eine Pappe umgekippt ist oder so. Was steht eigentlich auf der Wand? Warte. Ah ja, die Notizen. Vertrau ihm nicht. Okay. Ah, noch Menschen. Er folgt mir jede Nacht nach Hause. Und darauf erstmal der nächste Kunde. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alter, sind noch mehr Notizen. Oh. Alter, was war das gerade? Was war das? Es geht, Bro. Hey. Gib mir einen Burger mit Käse. Okay, ey, gut, ich sag mal, du gehst zum Kiosk und du willst einfach einen Burger. Nee, sind wir ein Kiosk oder ein Burgerladen? Also, wer holt dir bitte einen Burger beim Kiosk? Ich nehme nichts, was ein Kiosk sonst hat eigentlich. Vor allem. Okay, Burger. Jetzt ist die Frage: mit Käse, ohne Käse. Ey, weißt du was? Mach mit Salat, ohne Salat. Burgerbrot, Patty und Käse. Okay. Nur so. Ja, da ist nichts gesagt. Weil Burger macht ja nur das aus, der Rest ist ja eigentlich Bonus. Ah, Burger mit Käse. Okay, ja, okay. Genau. Also die drei Sachen sogar. Okay, easy. Kein Salat, er kriegt nur Käse. So, das. Okay, wo sind die Burger? Was ist das hier, Alter? Pappbecher von dem Kaffee. Heute mal senkrecht, gewurzelt. Ist neue Technik. Ah, sieht gut aus, perfekt. Käse noch. Käse muss hier sein. Meinst du, das vergammelt, wenn ich das auflasse? Frag ich mich auch so, ne? Wenn wir es draußen lassen? Glaub nicht. Aber vielleicht für die Schicht geht klar. Oh. Einmal den Schweizer Käse. So. Burger mit Käse. Du bist ein Lebensretter. Ich mag dich schon mehr als den anderen Typ. Okay, nice. Wir sind schon beliebter als der andere. Beliebt, Leute. Hier, für dich. Ich hab dir ein kleines Trinkgeld gegeben, korrekt, Bro? Ey, wir kriegen immer Trinkgeld. Mach miese Batzen hier, Alter. Siehst du, läuft. Let's go. Geschäft läuft. Zweite Batz gemacht. Was mit dem hier? Sonnenbrille nachts, Bruder, was ist mit dir los? Bruder, was hast du verbergen? Gib mir einen Kaffee, Burger und einen Hotdog, Bruder. Ey, dreh durch. Beides nur mit Ketchup. Beeil dich, ich muss wo sein. Bruder, er macht Ansage. Digga. Er macht miese Ansage. Der hat eine Mission mit seiner Sonnenbrille nachts. Okay, was wollt ihr? Hotdog? Hotdog? Der war ein bisschen unfreundlich, ne? Ja, Mann, lass mal auf Boden. Ne? Der war ein bisschen unfreundlich, der alles jetzt Bruder. Mit Staub, Alter. Richtig. Ne? Bisschen den Boden putzen. Ja, Mann. Schön drauf da. So. Schön einmariniert. Das, was er verdient hat, kriegt er jetzt. So, das. Ein Hotdog. Das. Und dann will er noch einen Kaffee haben, ne? Und Kaffee. Komische Kombi. Der Schaum beginnt in der Nacht. Einfach Burger mit Kaffees. Ja, ist Mann. Krass. Ganz wilde Kombi. Okay. Ich kann nur eins nach dem anderen machen. Was wollt der Ketchup, ne? Ketchup, genau. Wo ist Ketchup? Leute, wo ist die Tube? Wo sind die Soßen? Oder auch im Kühlschrank? Ah, ne, da oben, über den Messer. Ah, oh, nice. Einfach drauf damit. Okay, Ketchup. Hä? Ja. Oder kannst du den Patty wegmachen, das Brot? Oh, hätte ich das vorher? Ah. Kann man aber bearbeiten. Oh, müssen wir noch von vorne machen. Ich muss Ketchup machen, ich weiß nicht. Warte, ich tue den Burger mal hier hin. Hä? Nimm mal einen. Okay, oder auf die Bulette? Ah, wo ist der Hotdog? Okay, noch jetzt? Hä? Okay, ah, warte. Ach so, Okay, okay. Ah, okay, müssen wir den Burger nochmal neu machen. Okay, nice. Aber. So, Hotdog ist fertig. Genau, einmal. Hier, Bro. Sehr gut. Ketchup, wichtig. Ah, das geht noch. Perfekt. Burger. Und was wollt ihr noch? Kaffee? Oh, ein Kaffee. Okay, wie machen wir Kaffee jetzt? Einen schönen Schaumigen hier noch. Okay, er wollte vielleicht schwarz haben, ne? Ja. Leute, die Maschine sieht eigentlich ziemlich überschaubar aus. Wie geht's dir an? Achso, eine Kapsel? Kapsel rein. Lass mal Kapsel rein. Let's go. Bam. Okay, einfach Schwarzkaffee. Also Kaffee vom Kiosk finde ich sehr gruselig. Also das wird, glaube ich, wie ein Krümelkaffee schmecken. Bisschen eklig. Michi seit sieben Monaten Mitglied. Ehre, oh, Ehre, crazy. Ehre. Schon 7 Monate Bros. Wann zockt ihr eigentlich wieder auf mal Fortnite? Boah, Bruder, im nächsten Leben vielleicht. Boah, ein bisschen tot. Ist echt tot für uns. Ja, Mann. Okay, und hier dein Kaffee. Mann, Abgang jetzt. Du bist der Beste. Okay, korrekt. Alles aber gut. Er freut sich. Wir nehmen alles zurück. Du hast einen guten Job gemacht. Warte. Geld. Okay. Wer ist hinter dir? Wer will uns verarschen und dann abhauen? Sollen wir uns umdrehen? Oder der Chef, der rennt dann weg. Oder er will wegrennen. Oder es ist wirklich was hinter uns. Er will wegrennen. Safe, er ist weg. Bruder, er hat uns verarscht. Bruder, wir gucken ganz schnell. Leute, hat uns verarscht oder nicht? Leute, sollen wir jetzt wegrennen? Oh mein Gott. Wer sagt, er hat uns verarscht, wenn nicht? Alter, was sagt ihr, Leute? Leute, blöfft er oder nicht? Blöfft oder ist wirklich irgendwas Paranormales hinter uns? Er blöfft safe. Ich sag, er blöfft. Ich sag auch. Bruder, der rennt weg mit Wir gucken ganz schnell.
Hey! Hey! Hund, Alter! Hunde! Du mieser Pisser! Das war's, blöden, Mann. Ranzigen Kaffee oder einen blöden Schrott. Er hat nichts hier gelassen. Boah, wir haben Minus gemacht, Leute. Er hat uns abgezogen. Leute, dick Minus gemacht. Jetzt kommt der Nächste. Der Gewinn durch die ersten beiden Kunden wieder verloren. Du musst doppelt zahlen jetzt, Alter. Ich liebe den Geruch von Regen. Jetzt wird's weird. Oder wir lassen sie nicht mehr verarschen hier. Red nicht so viel, zahl lieber im Voraus. Ein Hotdog mit Salat und Ketchup. Und eine kalte Soda. Alter. Boah, shit. Das ist doch verarscht, ne? Jetzt ist richtig verarscht, Digga. Dick Minus gemacht. Ah, konntest du ihn auch schon ansehen, irgendwie. Der war komisch, Mann. Es, Alter. Mit seiner Brille, der wollte nicht erkannt werden, weißt du? Ja, stimmt. Hat er schon geplant, aber Leute, man lernt aus allem. Wir kommen stärker zurück. Nächstes Mal, wir stechen den ab. Man muss immer wieder aufstehen, Leute, ne? Okay, was wollt ihr? Hotdog? Salat und Ketchup. Mit Salat und Ketchup. Yes, sir. Sehr saftig. Bro. Und eine kalte Soda, ne? Ice cold soda, bro. Eiskalt gefühlt. Korrekt, okay. Wir wollen das Geld sehen, aber jetzt. Kannst du dich was fragen? Ey, guck mal, der will nicht bezahlen, der macht mich nervös, Digga. Oder die machen immer Faxen hier. Bezahl erstmal. Bezahl erstmal, bevor du was fragst. Abgezogen, Mann. Sicher. Hast du nicht Angst, hier alleine zu arbeiten, wenn du die Gerüchte hörst, was die Leute sagen? Immer das Gleiche, ne? Immer hast du keine Angst? Na gut. Valentin Brandner mit 12 Euro. Auf Trocken, vielen ohne Nachricht. Krass. Vielen lieben Dank für deinen Support. Ehre geht raus. Fetten Dank für deinen Support. Okay, hast keine Angst wegen den Gerüchten, was der letzte Typ... Achso, wegen dem letzten Typ. Der ist ja verschwunden. Was ist mit ihm passiert? Wir wissen es ja gar nicht, ne? Weißt du es nicht? Boah. Nein. Hat der Infos? Er war mein Freund. Boah. Er sagt... sie sagen, er ist crazy geworden. Er hat Sachen gesehen. Letztes Mal, als ich ihn gesehen habe, ich konnte die Angst in seinen Augen sehen. Wie auch immer. Es muss los. Ja, Bruder. Okay, korrekt. Er zahlt wenigstens. Wow! Oh. Hey. Oh. Ich habe gerade getrunken, habe nichts gesehen. Oh, was war da? Shit. Hier ist wieder dieser Schatten. Oh mein Gott. Hier ist oh, das ist der Geist von dem. Ich glaube, das ist ein Geist. Ich glaube, der Geist hat hier noch rum. Boah. Bestimmt wegen seinem Freund hat er nochmal Hallo gesagt. Oder so. Ja, Mann. Meine Frau hat mich verlassen. Oh, shit. Oh, aber weißt du, was ich jetzt glaube? Jetzt will er umsonst essen. Ich brauche was, um mich zu betäuben. Gib mir 5 Bier, okay? Oh, okay. Okay. Kann man verstehen. Und danach sagt er wieder, dreht euch um. Kann man verstehen. Oh, nein. Wow. Bier ist geplatzt. Eins. Zwei, Bruder. Eigentlich sollen die erst Geld auf den Tisch legen. Ist so, ne? Drei. Vier. Ich hoffe, das lindert deinen Schmerz, Bruder. Danke. Wir sehen uns. Er hat bezahlt. Okay. Der Bruder ist heartbroken. Oh, oh, oh. Wow. Oh, wir haben 12 Uhr. Ach, wir müssen zumachen. Okay, Ende. Tag 2. Oh, nice, der erste Tag okay, geschafft. Krass, der erste Tag geschafft. Wurden einmal verarscht und zwei. Also für den ersten Tag lief es nicht schlecht, ne? Lief eigentlich gut. Paar Fails. Oh, Bruder, es geht direkt los, Alter. Er ist schon wieder! Was? Gib mir einen Hotdog und Digga, kaltes Bier, Maul, Bruder. Halt deine Schnauze, Alter. Hey, du bist es schon wieder. Letztes Mal bist du weggerannt und hast dich gezahlt. Ich werde dir nichts mehr geben, außer du bezahlst. Wow! Hast du verweigert, deinem Meister was zu geben? Alter! Oder wie redet der mit uns? Was ist mit dem, Mann? Du hast einen großen Fehler gemacht. Du wirst dafür bezahlen, Bruno. Was ist, ey, was ist los mit dem, Digga? Was ist mit dem? Er beklaut uns, da wird er auch ganz frech. Was ist mit dem Typ los? Oh, Valentin Brandner nochmal hier mit 6 Euro. Fetten Dank. Vielen, vielen Dank. Jungs, danke an euch. Jungs, danke an euch. Ihr habt meine Kindheit geprägt. Bin schon seit 2016 aktiv am Stadtsport. Das ist krass. Früh OG-Zeit. Das ist krass. Ehrenmann. Er ist ja locker aktiv. Vielen, vielen Dank, Bruder. Danke für deinen Support. Und Ria. Ria mit 7 Monaten Mitgliedschaft. Jeder Faust ist da, Bruder. Fetten Dank, Bro. Heftig, Mann. Heftig. Okay, neuer Kunde. Der eine Typ ist einfach weggegangen. Ja, Mann. Willst du wissen, warum Krokodile
ihre Zunge nicht rausstrecken können. Gut, wenn er schon so fragt. Ja, warum? Sie können auch nicht kauen. Also essen sie Steine, um mit der Verdauung zu helfen. Echt jetzt? Müsste ich jetzt googeln. Kann ich zwei Burger haben? Ich hätte googelt mal, ob Krokodile Steine essen, ob das stimmt. Labert der Typ, ich würde gerne ein Statement von euch haben. Der labert größten Müll. Das ist komplett drauf. Das ist krass. Typ. Also einfach so Steine? Nee, Bruder, ich glaube, der ist auch, oder? Das ist verarsche. Jetzt haben sie Steine essen, Digga. Okay, einen mit Salat, Ketchup und Senf. Und einen mit Käse, Salat und Ketchup. Okay. Okay, das muss er wiederholen. Wieder zwei Burger. Einer mit Salat, Ketchup, Senf. Der andere Käse, Salat, Ketchup. Also einer Senf, einer Ketchup. Einer Senf, ja. Beides Burger oder Burger, ne? Burger, ne? Ja, Burger. Ja. Jetzt kriegen wir hin. Okay, easy, easy, easy. Ey, das stimmt wirklich mit den Krokodilen. Was laberst du? Hat der Chat gerade bestätigt. Wie, die essen Steine. Ich meine, dass die ein krasses Verdauungssystem haben, ist klar, ne? Heftiger. Ich hab auch gehört, Krokodile sterben nicht aus. Die leben für immer, habe ich gehört. Ach, krass. Ja, weil die sind wie Dinosaurier. Auch Säugetiere, ne? Ich hab gehört, die sterben nicht. Okay, kommt drauf so an. So natürlich. Ne? Ich glaub, die werden unendlich alt, habe ich schon mal gehört. Stimmt boah, das? Krass. Oh, ich habe rohen Burger da reingetan. Oh. Das Fleisch ist nicht gekocht. Oh, sorry, Bro. Der ist roh. Zum Glück hat er gecheckt. Aber jetzt muss ich eine neue Packung aufmachen. Langsam wird es hier knapp. So. Ein Burger. Hey. Mert mit 2,50. Danke für deinen Support. Wie viel trainiert ihr immer? Immer unterschiedlich. Zieh auf jeden Fall durch, Bro. Wo ist das Fleisch hin? Ist weggeflogen? Hä? Oh, oh, Leute. Oder ist das hier drin? Die Bulette ist fliegen gegangen, oder was? Was wollt der Käse? Aber da ist eine Bulette drin, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, es ist roh. Oh. Wird jetzt wieder das zweite Mal sich beschweren? Oh, nein. Ah, Mist. Hä, der Burger ist einfach weg. Ah, Krokodile werden so 20 bis 70 Jahre alt, hat jemand geschrieben. Okay. Also wie Menschen fast, ne? Bis 70 zumindest. Brigitte, verschenkt eine Mitgliedschaft. Danke für deinen Support. Ehrenfrau, vielen, vielen Dank. Hä? Jetzt ist jetzt die Bulette einfach drin wieder. Okay. Okay, was wollt ihr? Käse? Ketchup, einfach nur Käse, ne? Und so, Ketchup einer. Ja. Okay. Also jetzt? Oh, was? Salat fehlt. Ey, Leute, wir scheißen hart rein. Okay, Salat. Alter. Oder Ganze, wir verbrauchen ja alles auch. Leute, Ressourcen gehen drauf. Oh, das muss hier hin. So, das, Salat. Jetzt, Ketchup, Bro. Jetzt perfekt, Leute. Der ist es jetzt. Hier, Bro. Was? Senf fehlt? Der will Senf. Will Ketchup und Senf drauf? Ja, der will auf einen Ketchup und Senf. Oder? Alter. Er nervt langsam. Really, Nicke. Er nervt einfach. Kannst keinem erzählen. Oder wegen dem verballern wir unser Fleisch an. Leo mit 2 Euro. Vielen Dank für deinen Support. Besten Grüße nach Österreich. Bro. Und You mit 2,50. Danke für alles, kann man mitspielen. Jetzt gerade machen wir jetzt keine Multiplayer-Games. Das ist jetzt genau. Ein Offline-Game. Wir haben ja mal Fortnite gezockt, da haben wir aber auch viel mit Community gemacht. Genau, sehr viel. Aber wenn es Games gibt, wo man mit Community zocken dann kann, dann wird das auf jeden Fall kommen. Immer aktiv hier bleiben, dann kriegt ihr es mit. Ja. So, jetzt Senf und Ketchup. Der blufft hart. Ich schwöre, der hat doch eben gesagt, einer mit Ketchup. Der prankt das, Alter. Einer mit Senf. Jetzt will er beides drauf. Wir gucken jetzt mal. Und jetzt Senf. Wenn er jetzt sagt, das stimmt nicht, dann verarscht er uns. Schick mir den weg, Alter. Also jetzt Feierabend, okay. Ja. Hier, Junge. Jawohl. Okay, nice. Aber das war der zweite. Das war der mit Ketchup und Senf. Ah. Und einer mit Käse, Salat, Ketchup. Ach so, Käse, Salat, okay. Käse, Salat, Ketchup. Also nur Käse, Salat, Ketchup. Okay, krass. Käse. Spannende Zusammenstellung hier. Käse. Oder anstrengender Job hier, ja? Ja, man ist nicht ohne. Salat. Oh. Hey. Ich nehme Leute, Millionen. Wir sind nur im Kiosk, keine Ansprüche. Fliegt halt mal auf den Boden. Jetzt Ketchup? Warte. Ja. Ja. Käsesalat, Ketchup. Genau. Der ist es. Leute. Hier, Bro, mal einen Abgang jetzt, Alter. Lass mal mies Trinkgeld jetzt da. Riecht gut, der Burger. Und sieht gut aus. Oh, yes. Okay. Danke dir. Let's go. Sehr schön. Läuft doch hier die Zeit. Heute anstrengende Schicht, muss ich sagen. Ne? Sehr anstrengende Schicht.
Also man wird gefordert, ne? Man ist hier wie eine Mutter Butterbrot am Schmieren, Alter. Oh, der ist schon wieder. Stammkunde wieder. Eben schmecken die Burger. Leute, streamen, liken, nicht vergessen. Ja, mal like den Stream. Okay, Bier, Hotdog mit Senf und Ketchup. Hotdog mit Senf und Ketchup. Hotdog und mit Bier. Senf und Ketchup. Hotdog mit Senf. Okay, wir gehen dann erstmal Bier. Bruder hatte einen harten Tag heute. Hotdog? Hotdog mit Senf und Ketchup, Hotdog, ne? Senf. Oder nee, war das Senf und Ketchup? Okay. Hotdog, ja, Senf, Ketchup. Ja, okay. Hotdog, wegen dem Bier. So, schon Hotdog, das Würstchen hier. Bam, Würstchen. Ja, perfekt. Okay, perfekt. So, Senf und Ketchup. Ich denke immer, hinter dem steht jemand, ne? Echt? Oder du siehst Dinge. Ich schwör. So, Ketchup. Zen. Bam. Let's go, Bro. Lass es dir schmecken. Hast du gehört über den Typ, der gestorben ist im Autounfall gestern? Beim Autounfall? Ich habe gehört, seine Frau hat ihn für einen anderen verlassen. Police hat Alkohol in seinem Blut gefunden. Oh, der eine. Der war das der eine mit dem Bier. Dem wir 5 Bier gegeben haben. Ach, der dich betäuben wollte. Boah. Oh mein Gott, schon gruselig, der war doch zuletzt bei uns. Nicht trinken und fahren, denke ich. Alter. Pass auf dich auf. Oh nein, er ist gestorben, Alter. Man ist zwar nicht dafür verantwortlich, aber man hat ihn verkauft, wenn man sowas hört, ist schon krass, ne? Ja, ist crazy. Alter. Aber wir machen nur unseren Umsatz, ne? Leider, das meinst du von den Leuten, wie die mit den Dingen umgehen, da kann man es nicht beeinflussen, ne? Tun, Bro. Eben, er hätte ja auch Proteinshake trinken können und ins Gym gehen können. Das wäre ein besseres Mindset. Ein Kaffee, bitte. Ich muss die ganze Nacht studieren, okay? Die braucht Koffein. Diese, ich habe keine Kaffeemaschine. Studenten halt, hartes Leben. Ja, Mann. Okay. Let's go. Ja, bitte. Das war schnell. Danke dir. Danke dir. Meinst du, wenn wir schneller sind, kriegen wir mehr Trinkgeld? Oh, gute Frage. Ja, ich habe komische Storys gehört über diesen Platz. Sind sie wahr? Hast du sie auch gesehen? Wen gesehen? Ich habe nichts gesagt. Cool. Okay. Okay. Ich muss gehen, ist spät. Behalt das Trinkgeld, korrekt? Ihr Blick komplett emotionslos, vom Studieren komplett abgestumpft. Military Edits mit 1 Euro. Danke für den Support, Bruder. Okay, läuft gut heute. Heute läuft im Schnürchen, ne? Ach, hieß die Uhr. Haben wir schon 12 Uhr? Das müsste eigentlich klingeln, ne? Aber, oder die ist noch. Oh. Aha. Kennen wir den? Kennen wir noch. Ein Burger mit Käse und ein kaltes Bier. Ein Burger mit Käse. Burger kennen mit wir Käse. Den Bruder? Wir kennen der ihn war noch, eben ne? Da. Der war doch der Freund von dem, der vorher da gearbeitet hat. Stimmt. Und dann kam mir der Schatten wieder. Okay. Burger, Burger, wo ist das Messer? Steckt im Boden. Meinst du, wir können ihn abstechen? Bam, bam. Ah, ja, das flutscht da rein. Das ist da reingeflutscht. So. Ich kann kein rohes Fleisch essen. Okay, wir müssen die Burger woanders schneiden. Die flutschen da immer rein. Shit, wir haben kein Brot mehr. Oh nein. Ja, stimmt, was sind wir in unsere Ressourcen alle hier? Im Lager, im Lager, im Lager. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, wir bauen neues Brot. Und lass mal kurz hier hin. Ups. Ups. Und da geht die Bolette. Wow. Was? Was war das? Holy shit. Falls ein Jumpscare war, wir haben ihn jetzt nicht gesehen. Was war das? Ich hätte nur ein Geräusch gehört, ne? What the hell? Falls ein Jumpscare kam, haben die auf jeden Fall viel platziert. Wir haben ihn nicht gesehen. Okay, wir haben neue Burgerbrot. Das Fleisch. Kurz aus der Ecke. Was wollt ihr drauf? Mit Käse. Burger mit Käse. Und ein Bier. Hier, Bro. Und ein kaltes, kühles, blondes Brot. Sehr stark. Gönn dir, Bruder. Stay safe. Du auch, Bruder. Perfekt. Okay. Ich hol schon mal ein paar Patties. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, Leute. Wow! Ey, war das der eine, der Bier getrunken hat? Ja. Haben wir jetzt schlechtes Gewissen deswegen, ne?
Wegen dem Autounfall? Ja, ja. Dem wir 5 Bier verkauft haben, der hat ja einen Autounfall gehabt. Meinst du, ein schlechtes Gewissen jetzt? Alter. Boah. Okay, schon mal ein paar Burger. Wir sind so Overthinker. Bisschen Burgerbrot dahin. Wir sind ja nur ein Sterne-Kiosk. Alles gut. Oh, mein neuer Kunde, ne? Willst du einen Witz hören über Pizza? Eigentlich nicht, aber schieß los. Ach, schon okay, ist zu käsig. Hey. Was ist das denn? Was der, Alter? ja, der braucht, glaube ich, einen Kaffee, Digga. Schön Kaffee. Wir reden schon viel Würst. Und einen Hotdog mit Ketchup. Digga, ist ein Typ. Okay, Bro. Ein Kaffee. Ein Hotdog. Und neue Würstchen. Let's go. So. Einmal ein Kaffee, Bro. Also die Hotdogs sind sehr beliebt. Ich glaube, die schmecken den Leuten am besten. Ich glaube auch. Einfach nur ein Hotdog. Mit Ketchup. Okay, okay. Let's go. Here we go, let's go. Fett Cash gemacht. Läuft. Oh oh. Ah. Oh, Schicht vorbei. Zweiter Tag, Leute. Das ist gut. Puh. Es läuft. Easy. Haben wir keinen frei, Alter? So jeden Tag arbeiten? Auch, wir sind schon ja am Durchziehen, ne? Okay, neuer Tag einfach. Es sieht immer noch aus wie. Keiner macht die sauber. Kennen wir doch. Ich sehe, du bist immer noch hier. Du musst diesen Job wirklich lieben. Es gab mal Tag 3, aber okay. Ja, Mann. Ich hoffe, er zahlt gut. Kann ich eine Soda, einen Burger mit alles haben? Okay, Burger und allem, was wir haben, das heißt Salat, Ketchup, Senf, Käse. Ich glaube, mehr gibt es gar nicht an Burgerbelägen, ja, ne? Ketchup, Senf, ja. Okay. Bam! Ein Burger mit alles. Kommt sofort. Neue Buletten. Burger Package, ist es das? Ja. Ich klatsch mal da ein paar hin. Ja, Mann. Okay, Burger. Nehmen wir den hier aus der Ecke. Mehr rum mit 1 Euro. Vielen Dank für deinen Support. Danke für deinen Support, Bro. Okay, mit alles. So, Ketchup. Senf. Ketchup. Ich krieg Käse. Alles vor. Salat. Und der Salat. Mehr haben wir nicht, oder? Ja. Oh. Keine Zwiebeln oder so, das war's. Salat. Let's go. Okay, was wollt ihr noch? Und eine Soda. Alle. Brigitte, verschenkt eine Mitgliedschaft nochmal hier. Heftig. Ehren, Brigitte. Glückwunsch an Mero 17. Heftig, Mann. Krasser Support. Okay, danke. Ich weiß, ich bin. Ich weiß nicht, ob ich paranoid bin. Oder zu viele Gruselfilme geguckt habe. Aber ich habe das Gefühl, jemand folgt dir. Boah. Jemand folgt dir, sagt ihr uns. Wieso spürt ihr das? Sehr viele creepy Leute hier. Sei vorsichtig. Okay, was will ihr denn sagen damit? Mhm. Oh, unser Chef. Hallo? Ich sehe dich. Ja. Wer ist das? Warum rufst du an? Schlaf mit deinen Augen offen. Boah. Yo. Ernst? Oh mein Gott, jemand macht Drohanrufe hier. Von wo sieht er uns? Jemand droht uns. Es geht. Kann ich 2-mal Kaffee haben? Und ein Hotdog mit Salat und Senf. Okay, Hotdog, Salat, Senf. Klatsch drauf. 2 Kaffees. Hotdog. Salat. Yassin. Danke für den Euro. Vielen Dank. Und say it. Herzlich willkommen. Ah, willkommen in der Brownie Gang. Brownie Gang. Hä? Okay, Ketchup, Senf? Nur Senf, nur Senf. Oh. Richtig. Das war's, ne? Das war's. Oh, Salat fehlt. Ach, der Salat. Salat fehlt. Oh, oh. Oh, neue Hotdog. Ey, ganz ehrlich, das stimmt. Auf dem Salat ist da gar kein Hot. Kommt eigentlich gar kein Salat drauf. Einer meint gerade ja, hier so. Ja, Mann. Hotdog mit Salat ist crazy, aber es ist wirklich crazy. Obwohl das eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied zum Burger ist. Eigentlich nur eine Wurst? No homo? Das war's. Aber dann einfach Soßen.
Oder so Röstzwiebeln und so ein Zeug. Ja, Röstzwiebeln. Aber echt, so Hotdog ist nicht so ein Salatding, ne? Ja, stimmt. Deswegen würde ich sagen, ist ein Burger. Röstzwiebeln, Senf ist auch wild auf Dings. Ja, das passt unnormal. Ketchup auch. Bei Hotdog hat man einfach so... Eigentlich Ketchup, Senf, Röstzwiebeln. So ein Gesetz irgendwie, das ist einfach ja. so. Keine Nährstoffe, einfach nur Weißbrot, Würstchen und Soßen. Okay, das, Salat und Senf, ne? Ja. Let's go, Bro, here you go, Bro. Was wollt ihr noch? Zwei Kaffees. Ja, eine lange Nacht vor sich. Ich glaube auch. Oh, wo sind die Kapseln? Haben wir Kapseln hier? Kaffee. Ah, da. Ah, hier. Nice. Ich leg ein paar dahin. Für den Fall. Ist so. Unsere Logistik auf dem Boden. Normal. Dafür werden wir nicht bezahlt hier. Ist. Unser Gehalt aufstocken, dann. Achten wir auf die Hygiene. So, erster Kaffee, Bro. Jungs, ich gucke euch schon seit 9 Jahren und gucke euch bis heute noch. Das ist schon echt krass, wenn man sich mal zuerst gehen lässt. Wir sind jetzt fast schon 10 Jahre oder so dabei. Ja, Mann. Und wer jetzt wirklich von Anfang an bis jetzt... Vor 10 Jahren haben wir angefangen, wirklich. 10 Jahre und ihr seid... Also so, wie krass ist eigentlich mit der Community diese Bindung da? Ist. Das ist crazy. Muss man sich echt mal so... Es ist brutal, das immer so zu lesen, wenn man das echt so sich vorstellt. Krass. Ada, danke für den Euro. Vielen Dank. Das ist ein Kaffeebecher, hä? Steht da irgendwas? Wir haben keine Becher. Ach, hier oben sind auch noch oben. Aber wir haben keine auf Stack einfach. Huh. Da dampft es. Ich mach morgen gleich meinen dritten, ne? Ich merk schon, ich krieg langsam Lust, umso mehr Kaffee du hier brühst, Bruder. Ich brauch meinen dritten halt. Okay, lauf in den Zug einfach. Ist mit Butterflies. Wo, der mit den Fakten war das, mit Krokodilen, glaube ich. Wusstest du, dass Schmetterlinge Blut trinken? Was? Wenn das eine Option ist. Okay. Ich fand die schon immer creepy. Okay. Ja, zumindest wenn man davor weiß, die sind Raupen und so gewesen. Okay. Aber sonst... Oh, shit. Langsam habe ich das Gefühl, so einfach läuft es jetzt nicht mehr, nur den Strom anzumachen. Ich glaube auch. Dann kriegen wir einen Besuch, ne? Okay. Das war jetzt zu einfach, um warten. Alter, ich wusste es doch. Voll verarscht, boah. Das war mal ein Prank, Mann. Oh, shit, Mann. Ey, die Jumpscares sind irgendwie sanft, aber auch irgendwie voll hart. Die sind hart, Alter. Ich schwöre, die sind hart. Danach denkt man, das war nur ein Schatten, aber die sind hart. Keine Frage. Boah, ey. Der ist schon wieder, Alter. War das schon da? Zwei Hotdogs. Dritte Mal jetzt schon. Zwei Hotdogs mit Salat und Senf. Kommt sofort. Zwei Hotdogs. Aber so nebenbei, ihr könnt das Spiel auch eigentlich Kiosk-Simulator nennen. Ja, ich glaube, das heißt nur Kiosk. Ja. Ah, wir haben keine... Ah doch. Haben wir noch ein Brötchen hier unten? Lecker Brötchen, Leute. Oh. Es verbrennt. Oh nein, nein, es verbrannt. Mit was? Senf. Und Salat. So einer. Ist leider verbrannt hier. Gönn dir für zu Hause. Bei dem frage ich mich, gönnt er sich aber was Gesundes oder knallt er sich nur jeden Tag hier Hotdogs rein? Ich glaube, der liebt hier den Kiosk. Ist so. Das. Haben wir noch ein Brot hier unten oder hinten? Kriegen wir es raus. Perfekt. Was wollt ihr? Salat? Bam. Und Senf. Let's go. Gönn dir, Bruder. Danke. Polizei hat seinen Körper gefunden, by the way. Der vom Autounfall? Oh oh. Ach so, der Typ, der hier arbeitet. Der vor uns hier war. Krass. Mein Freund. Ah ja, es war sein Freund. Genau, sein Kollege war das. Okay, was? Reporter sagt, er wurde 50 Mal abgestochen. Alter. Oh, was mit dem Typ mit der Brille? Ich habe einen Verdacht, dass der das ist. Der war komisch, ne? Er hat auch angerufen wahrscheinlich. Leute, der am Anfang mit der Brille, der meint doch, wir werden zahlen dafür. Ja.
Sein Körper wurde im Busch nähe vom Park gefunden. Ja. Nicht weit von hier. Vielleicht hat er es auch mal den abgezogen. Meine ich ja. Oh mein Gott, Leute. Er wurde verrottet liegen gelassen im Regen. Wow. Er hat es nicht verdient, was ihm passiert ist. Auf keinen Fall, Bro. Keiner hat es. Boah. Behalt das Trinkgeld. Stay safe. Doch. Pass auf dich auf. Ich hab das Gefühl, der mit der Brille ist das. Ja, weil der war sehr aggressiv. Wir müssen das Messer bei uns behalten. Ja, wir behalten das bei uns. Wir wollen hier nicht abgestochen werden. Ist so. Ich kann das werfen. Werf mal. Oh. Oh. Also, wenn es zum Kampf kommt. Ich kann die abwerfen. Ey, tu mal in der Face. Aus Spaß. Sei vorsichtig damit. Nein, wo ist unser Messer jetzt? Ja, er hat es abgezogen hier. Oh shit, wo ist unser Messer jetzt? Die ist der Studentin, die so. Ich mache jetzt mal hier den... Die Lehrerin und nimm dir das Messer. Oh mein Gott. Hast du den gesehen? Nee. Du hast sie gesehen, oder? Über was redest du? Ich kann die Angst in deinen Augen sehen. Du solltest diesen Job kündigen. Okay. Es ist es nicht wert. Gib mir ein Bier. Vielleicht sollst du auch eins nehmen. Mhm. Okay. Die so vom Kaffee zum Bier. Die sagt, wir sollen kündigen einfach. Will die uns warnen oder was? Bier. Hier, dein Bier. Nimm dein Bier mal einen Abgang. Gönn dir. Erinnere dich dran. Du bist nicht alleine hier drin. Alter. Ich sehe sie auch. Manchmal. Ah, diese Geister meint die. Stay safe. Okay, die sieht auch Geister. Die packt hier richtig aus, ne? Was mit unserem Messer jetzt aber? Hatten wir nicht noch eins? Ah, oh, hier sind Messer. Okay, da sind noch welche. Okay, nice. Slüssü, Simon, der Crazy, stell dich einfach jetzt gleich die Krücke ballern. Sehr, 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 Dank, sehr Bro. Gut. Ja, man, Simon, schon, ey. Es wird ernst langsam. 5 Monate, kommt voll in der Faust. Ich würde auch gerne trainieren, aber ich kann leider nicht. Marvin, leider krank. Muss alleine. Rücken zerstören. Bist du. Pumpe dich okay, mit, oder? Der Bruder war auch schon mal hier. Okay, ich habe noch einen. Ah, der mit seinen Witzen wieder. Oder mit seinen. Ja, mit seinen. Gucken wir, ob er diesmal ausspricht oder wieder stecken lässt. Okay, noch einen guten für uns. Warum hat ein Hotdog seine Frau geheiratet? Wegen der Butter. Weil sie nice Brötchen hat. Bro, gib mir einfach ein Bier. Und ein Burger mit Käse. Okay, ja, vielleicht wird der lustiger, wenn er ein paar Bier trinkt. Schlecht, Digga. Gönn dir, Bruder. Wow! Jo. Ist einfach auf Herd geklatscht. Wollt ihr einen Burger oder einen Hotdog? Burger mit Käse. Okay, wir nehmen hier einen Bun aus der Ecke. Alter. Mit ein paar Spinnnetzen dran. Ja, Mann. Unsere Logistikleute im Kiosk. Okay, wir brauchen neuen Käse, Alter. Noch 3 Packungen. Oh, der Burger verbrennt. Es wird immer weniger. Nein. Perfekt. Ah, perfekt. Oh. Hier, Bro. Cheers. Thanks. Janek mit 2,50. Danke für deinen Support. Danke für deinen Support. Kauft euch einen Hotdog mit Salat. Hahaha. Was? Lebendes Fett. Oh oh. Oh oh, Strom ist aus. Wir sind noch in Tag 3, ne? Ich glaub schon. Ja, Leute, ich schieße zu lange. Ich nehme das jetzt in Kunde. Oh, ein Geschenk? Hä? Yo. Alter. Wow! Ey, war das eine Bombe? Das war der. Das war eine Bombe? Bombe. Oh, das war's? So trocken! Was? Am Ende du kriegst einen Jumpscare, auf einmal kommt die mit Bomben, Alter. Alter, wie geil. Soll ich das ernst? Ey, geiles Game, Alter. Aber das hatte Potenzial. Yo. Ich dachte, es geht noch länger. Ja. Ich dachte, kommt noch was mit dem Typ mit der Brille. Aber sonst Hammer Game. Und ich denke, komm, meine These ist, das war der mit der Brille. Der hat ja gesagt, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, der hat auch den anderen dann abgestochen. Message an der Sache, du kannst ihn einen reingucken. Ja, aber warum bringt er denn um, wenn er den nicht bewegt? Macht ja gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Aber sonst geiles Spielprinzip. Aber feiere ich dieses Game auch mal immer so. Du bist sehr, alle sehr Betrieb, geil. Mal an der Tankstelle, ja, mal am Kiosk, mal bist du hier, bald noch bei Hammer, McDonald's Hammer, oder so, ey. Ja, immer wieder lustig, Leute. Fetten Daumen hoch für weitere solcher Games. Yes. Wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Merch ab. Link in der Beschreibung. Wir haben beide gerade die Brownies an, Leute. Ihr wisst, Brownie. Brownie Thumbs up hier.
Yes, gönnt euch kuscheligen Merch, Link in der Beschreibung. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, kann ich mit so verpassen, Leute. Bis zum nächsten Mal.